dynamisch gewachsen. Die Firma Eifler Kunststofftechnik GmbH & Co. KG ist Hersteller von thermoplastischen Präzisionsteilen und Modulen vorwiegend für die Hausgeräteindustrie. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bad Salzuflen und beschäftigt 108 Mitarbeiter. Volker Scheffels, einer der Geschäftsführer des Unternehmens, ist Wegbereiter für die Erfolgsgeschichte der Eifler Kunststofftechnik GmbH & Co. KG. Nach Insolvenz der Muttergesellschaft in Bad Salzuflen sah er als betreuender Mitarbeiter in der Firmenzentrale eine Chance, den Betrieb als eigenständige Einheit zu retten. Seit der Gründung 2005 wächst das Unternehmen dynamisch und gewinnt Neukunden hinzu. Im Jahr 2010 betrug der Umsatz 14,1 Millionen Euro. Der stieg im Jahr 2014 auf 21,5 Millionen Euro an. Die Zahl der Beschäftigten stieg von 78 Mitarbeitern im Jahr 2010 auf 108 im Jahr 2014. Das regionale Engagement des Unternehmens erstreckt sich vor allem auf die schulische Bildung und Erziehung und verschiedene soziale Einrichtungen. Im sportlichen Bereich unterstützt die Eifler Kunststofftechnik GmbH und Co. KG vor allem Jugendsportvereine, beispielsweise die Handballjugend der TSG Altenhagen-Hepen.